Die schöne PowerPoint-Präsentation, die ich extra für euch gemacht habe. Und zumindest auch wenn man uns jetzt klein sieht, herzlich willkommen. Wir probieren es jetzt einfach so und hoffe, dass es funktioniert. Wir ein bisschen mit Bildern eben dann im Hintergrund. Guten Abend, herzlich willkommen zum dritten SML-Fototalk mit heute zu Gast Thomas Fladung. Und wie bei jedem Mal beim SML-Fototalk habe ich mir immer was anderes zu trinken mitgebracht. Und heute Abend ist es ein Gin Tonic mit Gin. Der hat bereits Queen Mum für über 100 Jahre frisch gehalten. Und das, was führende Virologen im Moment empfehlen, das ist eine Limone im Getränk. Und also, schön, dass ihr da seid zum dritten SML-Fototalk. Und wie immer will ich euch kurz natürlich vorstellen, wer unser Gastgeber heute ist. Und bevor ich das aber mache, will ich noch eines kurz zurückgehen auf den letzten Fototalk mit Angelika Neumann. Vielen Dank für das wirklich sehr, sehr positive Feedback, was wir da bekommen haben. Und ich habe tatsächlich eine Sache komplett vergessen zu erwähnen, nämlich eine Webseite, die ich euch wahnsinnig gerne ans Herz legen will. Das ist nämlich von einem Schweizer namens Andreas Hurni. Und die Seite heißt andreashurni.ch. Und ich schreibe euch das auch in den Chat hinein, https://andreashurni.ch. Das ist die Webseite. Und wenn ihr da reingeht, die besteht eigentlich im Wesentlichen nicht aus Bildern, sondern aus Texten. Und zwar eben gerade zum Thema Bildgestaltung, was ja das Thema der letzten Woche war. Licht, Farbkontraste und so weiter. Und wir hatten ja uns unterhalten zum Beispiel über das Thema Farbkontraste und hier eben auch diese Sachen mit dem Farbkreis. Johannes Itten könnt ihr euch vielleicht noch erinnern. Und wie also hell, dunkel und so weiter. Also das ist, wenn ich glaube, es eine Bibel, Online-Bibel der Fotografie gibt, dann ist das diese Dokumentation von Andreas Hurni, die ich euch sozusagen dazu nochmal ans Herz legen will. Ansonsten herzlich willkommen im Namen der SML, Sezession Münchner Lichtbildner. Und ihr habt sicherlich auch schon gehört, die Entscheidungen rund um die wie es jetzt weitergeht mit den ganzen Veranstaltungen. Was die kleinen Veranstaltungen betrifft, wissen wir noch nicht so ganz genau. Definitiv aber hat die SML bereits ein paar Entscheidungen über ihre Veranstaltungen gemacht. Das entdeckst du wie immer auf der Webseite der Sezession Münchner Lichtbildner unter smlfotoclub.de. Und ja, wie gesagt, heute will ich aber erst einmal den Thomas Fladung begrüßen. Thomas, einen wunderschönen guten Abend. Wie geht's dir? Ja, danke. Auch einen wunderschönen Abend. Guten Abend zurück. Danke. Hervorragend. Nachdem wir die technischen Probleme nicht ganz klären konnten, aber bin guter Dinge und freue mich, dabei zu sein. Super, ja, wir hatten eigentlich so was Schönes vorbereitet. Also ich kann es euch nur so zeigen. Ich war nämlich heute Nachmittag noch kurz im Laden bei Heidi Foto und habe eben Thomas, wie er gerade eben den Aufbau gemacht hat, für heute Abend fotografiert. Also hier seht ihr so ein bisschen das Making-of, wie Sehr der gut. Thomas gerade am Aufbau war. Und Thomas, ja, also ein neuer Laden, den kannte ich ja noch gar nicht. Ich kannte den alten Laden,
Alt ist jetzt auch relativ, weil es war nicht der erste Laden, sondern es gab schon mehrere Heidi-Fotoläden. Jetzt muss ich dich aber mal eine vielleicht doofe Frage erstmal fragen. Wie bitte kommt man auf den Namen Heidi-Foto? Ja, danke dir. Ja, das ist in der Tat eine Frage, die ich wirklich oft gestellt bekomme. Es war in den 40er, 50er Jahren anscheinend Mode, Namen abzukürzen. Und da meine Mutter mit ersten Namen oder ja, Heidenreiter hieß, haben sich die beiden irgendwann mal zusammengesetzt in einer netten Runde und haben aus diesem Foto Heidenreiter, wie es anfänglich hieß, dann anschließend Heidi-Foto daraus gemacht. Und ja, dieser Name ist uns bis heute geblieben. Und da er recht kernig ist oder glaube ich auch recht prägnant ist und gut zu merken, haben wir uns auch entschieden, dauerhaft bei diesem Namen auch zu bleiben. Ja, Heidi-Foto, man hat ja im ersten Moment ja Heidi in der Schweiz und so, aber es tatsächlich die Heidemarie, nee, Reiter. Heidenreiter. Also dieser Familienname hieß früher Heidenreiter und frage nicht warum auch immer, aber mir ist es so von meiner Mutter damals noch erklärt worden, wurde dieser Name dann von Heidenreiter auf Heidi gekürzt. Und so blieb das mit diesem Heidi-Foto. Wir scherzen auch immer und sagen ja hier bei uns im Heidiland, ja, und es gibt auch genügend Kunden, die sagen, wo ist jetzt dann die Heidi? Ist die auch da? Also das hat man immer wieder so nette. Ja. Also jetzt stehst du in einem ganz modernen Laden und begonnen hat aber Heidi-Foto tatsächlich unter diesem Begriff auch Heidi-Foto, recht kurz, glaube ich, nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja, das ist in der Tat richtig. Also der erste Mann von meiner Mutter war damals noch bei Perutz in den Filmwerken angestellt und nach dem Krieg gab es da keine Arbeit mehr. Und ja gut, damals mussten wir auch schauen, dass man Geld verdient, dass man wieder vorwärts kommt. Dann haben die beiden sich kurzerhand überlegt und gesagt, okay, fotografieren beziehungsweise die Kamera hatte, fotografieren konnte er. Und haben dann letztendlich ja mit der Fotografie begonnen, zuerst noch in der eigenen Wohnung und dann anschließend wurde hier, wie man es schon sieht, so ein kleiner Anbau ans Haus getätigt und in diesem kleinen Anbau ja, entstand dann, wie gesagt, der erste Heidi-Fotoladen 1948 war das. Und mehr oder minder in der Ecke, in der ihr heute auch noch seid, richtig? Ja, genau, das ist richtig, Christopher. Also wir sind immer im Münchner Westen oder genauer gesagt in München-Laim gegründet und sind auch bis heute hier auch geblieben. Wir sind ein paar Mal umgezogen, wie du schon gesagt hast oder erwähnt hast, aber nur immer etwas näher dem Zentrum beziehungsweise dann immer diesen Nahverkehrsmöglichkeiten entgegen. Das war jetzt hier der zweite Step, das war 1953. Letztendlich war der erste Laden in einer kleinen Seitenstraße und die beiden haben sich dann entschlossen, vor in die Agnes-Bernauer Straße zu ziehen. Da fuhr dann auch schon die Straßenbahn, was ja das einzige Verkehrsmittel dann auch in die Stadt war, wo viele Leute auch in die Arbeit damit fuhren und sind also da 1953 in die Agnes-Bernauer Straße 53 gezogen und haben da diesen Laden eröffnet. Schnell, sauber, zuverlässig im eigenen Labor, Ja, das ist richtig. Heidi-Foto. Ja, genau. Also wir hatten lange Zeit ein eigenes Schwarz-Weiß-Labor, Ja. hatten da auch Laborantinnen angestellt und in diesem ersten Laden, den wir gerade gesehen haben, der wurde dann umgewandelt in ein Labor, wo dann auch wirklich die Schwarz-Weiß-Filmproduktion und Entwicklung stattgefunden hat. Ich kann mich da noch gut daran erinnern, ich bin da als kleiner Junge, war ich da auch oftmals drin bei den Damen in der Dunkelkammer. Vorne waren dann die Fixier- und Entwicklungsbäder. Also es war eine tolle Zeit, ja. Und du hast dann dort auch
die Fotografie sozusagen von der Pike auf gelernt oder wie bist du da reingeschlittert oder reingekommen dann? Reingeschlittert bin ich letztendlich durch das, dass ich ja eigentlich schon immer Interesse an der Fotografie hatte und auch nach der Schule auch den Wunsch hatte, mich selbstständig zu machen. Und habe dann als allererstes beim Kollegen Foto Stefan war das damals in Großhadern. Den Laden gibt es leider nicht mehr, war aber lange Jahre führender Fotohändler, großer Fotohändler. Dann Lehre absolviert, wollte dann die Fotografenschule auch machen. Die ist mir aber leider, in München war die, ist mir dann aber leider verwehrt geworden, beziehungsweise wurde ich abgelehnt mit der Begründung, damals gab es ja den Wehrdienst noch. Und da ich jetzt nicht sicherstellen konnte, dass ich währenddessen eventuell zum Wehrdienst eingezogen werde, wurde ich da halt dementsprechend abgelehnt und habe gesagt, okay, gut, dann melde ich mich dann und bin dann zur Bundeswehr, habe meinen Wehrdienst absolviert und bin dann anschließend aber relativ schnell in die Firma gewechselt, weil sich damals das auch angeboten hat. In der Fürstenriederstraße war ein weiterer Kollege, der dann in Ruhestand ging und diese Filiale habe ich dann nach der Bundeswehrzeit, das war 86, dann auch bereits schon übernommen. Mhm. Ah ja, okay. Also schon eine ganze Weile und du hast gerade von Foto Stefan erzählt, den es nicht mehr gibt und Heidi Foto gibt es noch und ihr habt fast schon heute mehr denn je einen ziemlich großen Schwerpunkt auch auf die analoge Fotografie, richtig? Ja, das ist ganz richtig. Das war eigentlich schon immer meine Leidenschaft, unsere Leidenschaft, die analoge Fotografie, diese schönen, hochwertigen, vollmechanischen Kameras. Ich habe auch hier wieder so die Legende oder einer der Legenden in der Hand, eine schöne M6. Es gibt da nichts Schöneres, als die Kamera in der Hand zu halten, das Auslösegeräusch zu hören und ja, diese ganze Haptik, diese Feinmechanik, die ist in dieser Art und Weise, made in Germany, ja, Gott sei Dank, Firma Leitz gibt es noch, aber die meisten anderen gibt es leider nicht mehr und somit ist es also immer noch ja, Historie und Leidenschaft und Liebe zu dieser analogen Fotografie und analogen Mechanik und Feinmechanik als solches, die uns oder die mir geblieben ist. Dieser Laden, den wir jetzt sehen, ist das derselbe wie das, was wir hier sehen? Genau, Christoph, genau, das ist es. Also das hier ist Heidi Foto, das war in diesem Block, Ecke Friedenheimer Straße, wer es vielleicht kennt, nebenan war dann ein Kino und nebenan waren, ja, wie gesagt, der Kino, später der Tengemann und der Hahnhof. Und ja, da waren wir dann sehr, sehr lange, lange Jahre, bis 98 eigentlich, waren wir in der Agnes-Bernauer-Straße 53 und sind erst dann, das war 98, umgezogen vorher in die Fürstenriederstraße 62. Genau, das ist also der neue Laden dann. Früher war da, wer sich vielleicht ein bisschen Leimer ist oder aus dem Westend kommt und sich da auskennt, früher war das da die Post und das ist ja abgeschaltet bzw. abgerissen worden und jetzt bin ich weg, muss mal kurz warten. Es kam dann Neubau und in diesem Neubau sind wir dann eingezogen, 98 war das, auch wieder mit einem schönen, komplett neuen Laden. Mhm. Ja, und ich glaube, in dem Laden hier, da habe ich dich auch kennengelernt, beziehungsweise ich weiß gar nicht mehr, wie wir uns kennengelernt haben, aber da habe ich auch eine besondere Erinnerung daran, nämlich das war 2015 oder 2016, also noch gar nicht so lange her, hatte ich die Möglichkeit, 2-3 Jahre lang hatte ich da eine ganz gute Verbindung eben zu einem sozusagen sozialen Netzwerk für Fotografen, 500px.com. Gibt es heute noch, wurde dann, ich glaube, 2017 oder so verkauft.
Und jedenfalls da in der Zeit hatte ich eben die Möglichkeit, immer an einem Tag im Jahr fand eine Weile lang eben der sogenannte 500px Global Photo Walk statt. Und ich war der Ausrichter für München. Und dann haben wir eben mal den Kamera Walk bei Thomas im Laden gestartet und sind dann von Heidi Foto aus tatsächlich eine ziemlich große Strecke dann auch gelaufen zum Fotografieren. Stimmt, ja. Von da aus ging es. Ne? Wir haben letztendlich im Laden haben uns getroffen, gab es dann noch Kaffee und Brezen und dann anschließend sind wir losgezogen. Genau. Und geendet hat dann die Tour dieser Global Photo Walk damals am chinesischen Turm. Also das war eine ganz schöne Strecke. Die wir allerdings nicht nur natürlich zu Fuß, sondern eben auch per U-Bahn gemacht haben. Diesen Global Photo Walk gibt's nicht mehr. Und und dann irgendwann, ich kenne noch ein Fotofachgeschäft, das in der Nähe des Bahnhofs war. Foto Schilo hieß das. Genau. Dachauer Straße, glaube ich. Ne? Ja, genau. Ja. Da habe ich meine Nikons damals beim Herrn Schilowski gekauft. Die letzte war die D5, die ich noch, nicht D5, F5, die ich bei ihm gekauft hatte. Schön. Und genau, und dann, er hat ja lange geführt, diese Fotobörse. Ja, stimmt. Und die hast du irgendwann vom Peter Schilowski übernommen. Ja, das ist richtig. Wie kam es denn dazu eigentlich? Auch durch nette Gespräche. Ich habe die Fotobörse damals auch besucht und wir waren Kollegen. Und habe dann Peter auch gesagt, also wenn es mal ist, hat er damals dann auch schon den Laden abgegeben bzw. geschlossen, hat aber nach wie vor noch die Fotobörse veranstaltet und gesagt, du, wenn du irgendwann einmal sagst, okay, du magst nicht mehr, ich bin interessiert dran bzw. ich möchte eigentlich, dass die Sache am Leben bleibt und nicht einschläft, weil ich finde, es ist jetzt, warte mal, das war jetzt die erste Fotobörse, die wir absagen mussten. Es war die 63. Fotobörse. Also auch schon, wenn du denkst, über 30 Jahre gibt es hier Fotobörse in München. Und aus dem Gespräch heraus kam dann irgendwann mal der Anruf und gesagt, du, jetzt bin ich soweit. Magst du weitermachen? Ich möchte mir ein bisschen zur Ruhe setzen bzw. zurückziehen. Und dann gesagt, na klar, logisch, wir haben das dann zusammen mit seiner lieben Frau nochmal zweimal zusammen veranstaltet und gemacht und seitdem habe ich die Fotobörse oder die Organisation der Fotobörse übernommen, die einmal im Frühjahr, meistens im März und dann im Oktober in Kulturhaus Milbertshofen in der Nähe von den BMW-Türmen oder vom Olympiazentrum, dürfte jeder ein Begriff sein, dann ausgerichtet wird und stattfindet. Wie gesagt, heuer das erste Mal, leider Umstände halber bedingt, war es angesetzt, der 8. März, da war es, zwar gab es noch keine Ausgangsbegrenzung und auch noch keine Ladenschließungen, aber mir ist es dann von den Ausstellern auch angetragen worden und ich fand es dann auch sinnvoller zu sagen, okay, wir müssen jetzt nichts übers Knie brechen. Wir haben auch wieder im Oktober Zeit, uns zu treffen und insofern habe ich schweren Herzens, aber es ging nicht anders, die Fotobörse diesmal abgesagt, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, Oktober starten wir wieder durch. Genau, dann drücken wir ganz, ganz fest die Daumen. Also ich kann euch allen tatsächlich die Fotobörse auch deswegen ans Herz legen, weil eine Sache, die ich tatsächlich gut fand, du hast ja eine ganz wesentliche Veränderung an dem Konzept vom Herrn Schilowski damals gemacht. Seitdem du das machst, gibt's ja quasi eine Art Rahmenprogramm auch noch mit Vorträgen,
Ich durfte ja auch mal dort einen Vortrag halten und ansonsten Fuji hatte dort öfters, glaube ich, einen Stand und also mit Vorträgen, mit Herstellern und so, dass es eigentlich nicht nur eine Börse für gebrauchtes Equipment ist, sondern wirklich ein Fototreffpunkt. Ja, das ist ganz richtig. Also ich verstehe es auch als Plattform und möchte auch jedem, der Interesse hat, die Möglichkeit geben, Beiträge beizusteuern, eine Ausstellung zu machen oder Sonstiges. Also wie gesagt, ich sehe es jetzt nicht nur als Börse, sondern eher als Fototreff für Fotointeressierte aus München und der Umgebung, die letztendlich dann auch Lust haben, sich zu treffen, sich zu unterhalten und sich auszutauschen. Also auch wer hier Interesse hat, kann ich das auch gleich nutzen und auch wieder dazu aufrufen. Also wer Interesse hat, einfach mir mal eine Mail schreiben, welche Ideen das er hat. Wie gesagt, ob es jetzt tolle Bilder sind von einer schönen Reise oder ein toller Vortrag, Videovortrag oder sonst irgendwie etwas. Es sind auch immer wieder mal Fotoclubs zu Gast, die sich präsentieren. Also da hat man zahlreiche Möglichkeiten und ich bin also da auch bereit, zusätzliche Räumlichkeiten auch dann anzumieten oder zur Verfügung zu stellen, dass wir das dementsprechend durchführen können. Cool. Also vielleicht werdet ihr auch dann die Sezession Münchner Lichtbildner dort mal auf der Bühne sehen. Und bevor wir jetzt aber zum nächsten Thema springen, will ich gerne auf die eines schon mal oder sogar auf zwei der Bilder eingehen. Es sind mir wieder tatsächlich eine ganze Reihe an Bildern zugeschickt worden, über die wir sprechen. Und bevor wir das aber machen, eine letzte Frage an dich noch, Thomas. Thomas, Corona, wir sprachen gerade über die Absage mit der Fotobörse. Wann geht's bei dir wieder los? Ja, wann geht's los? Wie gesagt, wir haben es ja heute gehört. Wir starten dann in einer Woche, am 27. Dürfen wir wieder den Einzelhandel öffnen. Das Fotostudio ist für Pass- und Bewerbungsbilder geöffnet und das nach terminlicher Vereinbarung. Also wir haben zwar die Türe vorne geschlossen, aber jeder kann uns telefonisch erreichen, kann online sich eintragen und Pass- und Bewerbungsbilder, wie gesagt, also das, was beruflich notwendig ist, das setzen wir um. Wir sind täglich natürlich im Laden. Wir betreiben ja auch mit den Gebrauchgeräten einen Onlinehandel. Also insofern haben wir da täglich auch was zu tun und sind für unsere Kunden da. Und wie gesagt, ich freue mich jetzt dann schon auch wieder, dass nach dieser langen Zeit dann übernächste Woche am Montag endlich wieder wir durchstarten können. Endlich wieder durchstarten. Ja, dann wünschen wir sehr, sehr viel Erfolg. Und gehen wir aufs nächste Thema und bevor wir das tun, will ich euch zwei Bilder zeigen, die wir zugeschickt bekommen haben. Corona. Also ich muss sagen, ich fand die Bilder einfach sehr, sehr gut, humorvoll und also im Besonderen des Links hat Antje uns zugeschickt ein Corona-Selfie mit Osterhasenohren fand ich, sagen wir mal, tatsächlich die Sache irgendwie ja nicht so ganz ernst zu nehmen. Und trotzdem kommt der Ernst der Sache ganz schön rüber, oder Thomas? Ja, das auf alle Fälle. Aber ich denke mal, in der Zeit ist es, glaube ich, enorm wichtig, dass man seinen Humor nicht verliert. Trotz alledem immer noch mal tagtäglich was findet, um eigentlich darüber zu schmunzeln. Das macht die ganze Situation doch wesentlich leichter und erträglicher. Aber natürlich die Masken und der Umstand wird uns, denke ich jetzt mal, sehr, sehr lange noch zumindest in Erinnerung bleiben. Naja, absolut. Ich finde es auch richtig, dass man als Fotograf, also die Fotografin auf der rechten Seite, die hat uns noch ein Bild geschickt, das ich jetzt eben auch zeigen will, das ich auch ganz eindrucksvoll finde. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich uns beide nicht etwas kleiner hinkriege.
damit wir auch das Bild komplett sehen jetzt. Und ja, das ist der Odeonsplatz. Und sie hat es natürlich nachbearbeitet und der Sache so einen unwirklichen Look gegeben. Ich meine, diese ganze Situation ist natürlich surreal, die wir im Moment erleben. Und ich finde, dass sie das sehr gut eingefangen hat, auch gerade durch die Bildbearbeitung. Ja, das ist richtig. Also das sind Aufnahmen, die kriegt man normalerweise eigentlich nur ganz, ganz früh hin, wenn man früh aufsteht im Sommer. Aber momentan ist es auch möglich, das tagsüber solche Aufnahmen zu machen. Ja, ganz selten. Odeonsplatz fast mauseleer, hat was, ja. Ja, und wie gesagt, die Bearbeitung, die finde ich natürlich fast gewagt, aber ich finde sie trotzdem eben sehr, sehr gut, weil es eben das Surreale dieser ganzen Situation so tatsächlich unterstreicht, dieses Künstliche. Und also ich finde es ein ganz gelungenes Bild. Ja, muss ich da zustimmen. Auf alle Fälle, ja. Ja. Also was ihr auf alle Fälle machen solltet, Christa, du hast das Bild geschickt, mach weiter so. Und ich glaube tatsächlich, alle, die da draußen, die ihr uns zuhört, ich glaube tatsächlich, Fotografie hat ja auch etwas sehr Dokumentarisches, und nutzt die Zeit, Bilder in eurer Umgebung zu machen. Das müssen ja nicht nur, sagen wir mal, so bekannte Baudenkmäler und Plätze wie der Odeonsplatz sein. Das kann die leere Straße in eurer Umgebung oder der Biergarten sein, die ganz banale Szenen. Und ich glaube tatsächlich, dass alles zusammen ergibt dann ein tolles, interessantes, vielleicht auch durchaus später aufwühlendes Bild dessen, was wir hier heute gerade erleben. Also eine fotografisch ungeheuer spannende Zeit, rauszugehen, zu fotografieren. Ja, die Zeit sollte man auf alle Fälle nutzen, um das festzuhalten. Das sind, wie gesagt, Situationen und auch Stimmungen, die hoffentlich, wenn wir so schnell nicht mehr erleben. Es ist ja auch so, dass das Licht morgens und abends noch schön flach einfällt und auch schön weich noch ist. Also insofern lassen sich da bestimmt schöne Lichtstimmungen auch noch einfangen, zusammen mit dieser außergewöhnlichen Leere, die da stattfindet. Ja, bestimmt willkommene Abwechslung, mal andere Motive, andere Szenen, andere Stimmungen einzufangen. Absolut. Thomas, gehen wir aufs nächste Thema. Ja, gerne. Wir wollten über die Firma Fuji plaudern. Und ja, es gab in letzter Zeit, das ist jetzt von Januar 2020, habe ich diese Schlagzeile auf einer der bekanntesten Fotoblogs, die es weltweit gibt, Petapixel, gelesen: ist Fujifilm losing its Kaizen Mojo. Also Kaizen, will ich euch erzählen, das steht für einen ganz besonderen Begriff. Und zwar nehme ich also direkt auf Deutsch übersetzt heißt Kaizen eigentlich die kontinuierliche Verbesserung. Und Fujifilm hat etwas lange Jahre tatsächlich gemacht, wodurch sie, glaube ich, wahrscheinlich auch nicht nur durch die Qualität ihrer Gläser und die Qualität der Kameras viel Ansehen gewonnen hat. Das waren die sogenannten Firmware-Updates, was wir hier auch sehen, dass also tatsächlich auch über Jahre hinweg Kameras immer wieder neu durch die Firmware, durch die Software in der Kamera aktualisiert worden sind.
Und ich nehme mal an, dass da richtig eine Philosophie auch dahinter steckte, Thomas, oder? Ja, denke ich auch. Also das ist mitunter, glaube ich, auch einer der Erfolgspunkte, die Fuji ausmacht oder letztendlich die Beliebtheit und von Fuji Kameras ausmacht, diese regelmäßigen oder Updates, um Kameras, soweit es technisch möglich ist, auf dem laufenden, auf dem technisch laufenden Stand zu halten, was es so, glaube ich, jetzt auch nicht mehr gibt. Insofern ist das eine tolle Sache von Fuji und auf alle Fälle mitunter einer der Punkte, wie gesagt, dass Fuji nach wie vor so erfolgreich ist und immer mehr Nachfrage eigentlich auf die Kameras dann ist. Ja, genau. Also ich will euch erzählen, ich hatte das, ich glaube, beim letzten Mal auch schon kurz erwähnt, einen Film, sehr interessanten Film über Fujifilm, der im Januar 2020 rausgekommen ist und auf YouTube auch zu sehen ist. Der ist 90 Minuten lang oder 80, 83 Minuten lang. Der Film heißt Camera Punk und ist von einer, eigentlich tatsächlich eine wahnsinns internationale Produktion, und zwar eine Fotografin, Mindy Tan aus Singapur, hat zusammen mit einem Dänen eben diesen Film in Japan gemacht und hat dabei dann auch Fotografen aus Frankreich, Eric Bobby, Patrick LaRocque aus Kanada, Kevin Mullins und so weiter, eine ganze Reihe eben auch an bekannt, zumindest Fuji bekannten Fotografen da auch mitgenommen. Das Tolle an dem Film ist aber, dass es so eine kleine Szene ist. Sie hatte, glaube ich, als eine der wenigen Menschen überhaupt mal die Möglichkeit, hinter die Entwicklung einer Kamera zu gucken und so eine komplette Entwicklung mal mitzumachen. Also ein wahnsinnig interessanter Film, nicht nur für Fujifilm, sondern ich glaube, da drin wird sehr, sehr viel erzählt über die grundlegende Qualitätsphilosophie, die in japanischen Unternehmen auch vorhanden ist. Würdest du das unterschreiben, Thomas, diese doch außergewöhnliche Qualität japanischer Kameras? Ja, also wenn man die Fuji-Kameras in der Hand hält, kriegt man das auch irgendwie mit, glaube ich. Es ist schon irgendwo die Liebe zum Detail und auch die Sachen, wie sie entwickelt werden. Also Fuji ging da schon immer andere Wege. Das war schon immer auch so, dieser erste Sensor, den sie entwickelt haben, und auch jetzt der X-MA-Sensor, den sie jetzt haben, dieser X-Trans-CMOS-Sensor, der ja die Farben einzeln ausliest, also geht da auch wieder in der Technik hier ganz, ganz andere Wege wie letztendlich die Konkurrenz und möglich damit oder erzielt damit halt mitunter auch diese wirklich tollen Bild- und qualitativ tollen Bildergebnisse. Sind so viele Sachen von Fuji, die Kamerafirma und die Produkte so sympathisch macht. Es ist auch irgendwo dieser Style dieser Kameras, der ganz klar letztendlich an die alten Kameradesigns angelehnt ist. Also man hat da noch Drehräder, man kann letztendlich alle wichtigen Elemente, ohne irgendwo großartig sich im Menü durchzutippen, letztendlich an der Kamera mittels Knöpfen oder Drehrädern hier verändern bzw. einstellen. Also wenn man das hier sagt, wird es nicht so sehen, ne? Aber wir haben hier einen Seitenknopf, wir haben hier die Empfindlichkeitseinstellung und auch hier ein Korrekturrad. Also das ist alles like old school, aber andererseits auch wie so ein Handwerkszeug. Mhm. Die Kamera liegt gut in der Hand, die Bedienung ist klasse, also das macht richtig dahingehend Spaß und auch die Objektive sprechen da ihre eigene Sprache.
Letztendlich ist Fuji ja auch mitunter einer der Hersteller, der diese großen Fernsehkameras und Fernsehobjektive herstellt und auch das eine oder andere Objektiv schon für Hasselblad baut und hergestellt hat. Also das wird nicht ohne weiteres in fremde Hände gelegt, wenn es wirklich nicht Top-Qualität ist, die die Firma dann auch auf die Dauer. Genau. Naja, und auch berühmt ist für die Filme, also die wie zum Beispiel Velvia und so weiter, Velvia, Astia etc., die ja mittlerweile sozusagen als Simulationen in den Kameras da ist. Und ihr habt ja jetzt gerade auch ein Video da zu der Fuji X105 gemacht, und das will ich jetzt mal kurz mit euch teilen, das 4 Minuten über die Fuji X105. Ja, genau, das haben wir, neulich haben wir das aufgenommen. Genau, und so, nach 3 Jahren ist es soweit. Fuji präsentiert in 5. Generation die kleine Edelkamera im Retro-Design mit APS-C-Sensor, hochauflösende Optik, 4K-Video, Klappdisplay und diesmal auch Spritzwassergeschützt. Der schon aus der X-T3 und X-T30 bekannte X-Trans CMOS 4-Sensor besticht durch einen schnellen Autofokus und hohe Empfindlichkeit. Der Empfindlichkeitsbereich liegt bei der Kamera zwischen 2. Christoph, höre ich dich persönlich mal nicht. Thomas, du hattest keine Rückkopplung? Ja, Rückkopplung hatte ich keine. Ich habe dich jetzt kurz nicht gehört, kein Ton, genau, Thomas. Aber jetzt zumindest ist wieder Ton da. Also verstanden habe ich dich gar nicht. Ich habe hier nämlich auch, so ein Alarmsignal, dass da Rückkopplungen sind. Ich schaue mal im Chat nach, ob ohnehin beim kein Ton. Genau. Gut. Also, hier gibt es auch den Tipp, gebt einfach den Link weiter. Das werden wir sehr, sehr gerne machen. Und den Link noch hier weiterreichen. Und dann springen wir jetzt einfach drüber. Wir sind eh schon ein bisschen über der Zeit, Thomas. Das ist richtig, ja. Wir haben uns gerade etwas verquatscht hier. Genau. Und genau, gehen wir gerne zurück. Fuji in jedem Fall eine extrem interessante Kamera oder bietet extrem interessante Kameras, sehr, sehr interessante Philosophie. Schaut euch mal diesen Film an, der ist wirklich sehr, sehr sehenswert. Und die X105, ja, das ist Street-Fotografie, was wir vorher gesehen haben, aber eigentlich auch ein bisschen Landschaftsfotografie. Und wir haben auch ein paar nicht nur Corona-Bilder zugeschickt bekommen, sondern wir haben eben auch Landschaftsbilder zugeschickt bekommen. Hier ein, ich keine Ahnung, wo das ist, vielleicht Ammersee, vielleicht Starnberger See, ein ganz schönes Landschaftsbild. Ja, mit einer schönen Blaustimmung, schöner Dunst da im Hintergrund, ja. Ja, auch klassische Drittelregel, schön, wir haben einen Vordergrund, gibt ja immer diesen berühmten Satz, Vordergrund macht Bild gesund. Wolfgang schreibt gerade, es war der Bodensee oder ist der Bodensee. Meinst du, das ist der Bodensee? Ja, wir wissen es nicht. Ja, wir lesen gerade im Chat, es ist der Bodensee, also weit gefehlt mit Ammersee, es ist der Bodensee. Und Wolfgang ist also auch im Call. Schönes Bild, gerade auch durch die Lichtstimmung. Ja, finde ich jetzt auch sehr schön. Leichtes Gegenlicht. Ja, wir haben auf dem Wasser dann helle Punkte, Zeichnungen drauf. Ja, tolle Stimmung. Ja,
Absolut. Und dann auch noch mit dem Himmel. Ganz, ganz schönes Bild. Was wir da auch sehen, das ist tatsächlich dieses Lichtspiel. Und ich finde auch ein ganz interessantes Lichtspiel ist das, was uns hier zugeschickt worden ist von Wilfried. Nämlich, ja, das ist ein mehr oder minder wahrscheinlich ganz früh im Jahr aufgenommener Wald oder Park, und was wir da sehen, ist keinerlei Blätter, nur diese Misteln in den Bäumen, die aber wiederum ganz hell und gelbgrün sind, der Himmel recht dunkel, also auch schön wiederum bisschen so Drittelregel und also schön komponiertes Bild, gefällt mir gut. Ja, hat eine schöne, auch wieder tolle Stimmung, die Wolkenstimmung da im Hintergrund, beziehungsweise ist toll. Das ist richtig düster, dunkel, bedrohlich, und vorne die schöne, warme, weiche Sonne, das weiche Licht. Ja, auch wieder sehr kontrastreich von der Stimmung her. Auch die Aufteilung finde ich schön, so die Landzunge, die da in dieses Bild reingleitet. Ja, hat auch was. Ja, absolut. Genau, also wir sprachen ja bei der Bildgestaltung in dem zweiten Fototalk über Kontraste, und was wir hier tatsächlich haben, sind Farbkontrast, sind Lichtkontraste, ist auch so ein Stimmungskontrast. Also das ist dieser Stimmungskontrast zwischen dem fröhlichen, ja, frühlingshaften fast schon, und im Hintergrund dieses Bedrohliche der Wolken. Also schön gesehen, schön fotografiert. Ja, Wenn es es ein ist erstaunlich dafür, dass letztendlich ganz, ganz wenig Farbe eigentlich im Spiel ist. Also wie gesagt, wie du schon sagst, die Bäume haben ja kaum Blätter oder gar keine Blätter. Ist trotzdem unheimlich viel Farbe und Stimmung drin, ne? Ja, Genau, also ich habe hier gerade einen Kommentar, lese ich im Chat. Es erzählt eine Geschichte vom Baum, der von den Misteln umfangen wird und versucht zu entkommen. Schöne Erzählwirkung. Also Wilfried, falls du das hörst, die Birgit ist ein Fan von dir geworden. Cool. Ganz, Ja, schön. ganz schön. Ja, ich will mit dir noch über etwas anderes sprechen, und zwar über eine andere Leidenschaft. Oder du hast ja bei dir schon erzählt über das Thema der analogen Fotografie, und ich muss jetzt tatsächlich mit all diesen Rolleiflexen, die wir hier im Bild sehen. Ich habe einfach mal Rolleiflex in Google eingegeben, und das muss ich, schade, dass ich dir das jetzt nicht in groß zeigen kann. Jetzt ist es leider auch nicht so ganz scharf, trotz Autofokus. Nee, wird irgendwie nicht scharf. Jedenfalls, das ist eben eine Rolleiflex, die habe ich mal noch beim quasi Herrn Schilowski bei der Fotobörse Anno Dunemals für 300 Mark gekauft, ewig lang liegen gehabt. Und ich habe sie das im letzten Jahr tatsächlich wieder ausgegraben, und das ist so eine mit so einer schönen grauen Belederung. Und der Thomas hat mich schon gefragt, was das für ein Objektiv ist, und ich wusste es nicht. Und jetzt kann ich es dir sagen, Thomas, es hat ein Tessar-Objektiv. Ja, genau. Haben wir ja schon vermutet, ne? Haben wir schon Das vermutet. Was Planar, das ist ja, ja. macht denn die Rolleiflex zu so einer besonderen Kamera eigentlich? Ich glaube, das ist auch, oder bin mir sicher, das ist die Bauform, ne? Also dieser doch ich sage es mal, kompakte Würfel Ja. mit dem Faltlichtschacht oben. Man hat also wirklich auf kleinsten Raum eine Mittelformatkamera konzipiert und entwickelt.
Und das Ganze dann immer mit ja, weiterentwickelt mit höherwertigen, sehr, sehr guten Objektiven von Roller bzw. Zeiss. Und das macht die Kamera eigentlich irgendwo ja so besonders. Ich glaube, es ist einer der wenigen, oder es gibt, glaube ich, keine Kamera, die so hier gerade. Müssen wir kurz warten oder hört man es nicht so? Ja, so ein bisschen. Naja, was ja durchaus auffällig ist, in den letzten Jahren war ja zunächst einmal so eine Phase, da waren analoge Kameras mehr oder minder eigentlich nichts, null mehr wert. Das scheint sich zu ändern. Ist das so? Ja, in der Tat. Also muss ich dir recht geben, wir beobachten das jetzt seit einiger Zeit, und dass diese analoge Fotografie immer wieder oder beliebter wird. Es kommen auch viele junge Leute, die sagen, Mensch, ich möchte es mal probieren, die also noch nie Kontakt hatten mit dieser analogen Fotografie, möchte es mal probieren, möchte mal schauen, wie ist es. Und es ist ja in der Tat ganz einfach ganz was anderes wie die heutige digitale Fotografie. Es entschleunigt komplett, man legt so einen Film ein und knipst nicht wie wild drauf los, wie es heutzutage der Fall ist. Das Bild kostet ja nichts mehr, sondern da ist es wirklich so, dass du sagst, okay, ich habe hier meine 12 oder meine 24, 36 Bilder und machen wir zuerst mal Gedanken, wo ziehe ich denn los, was möchte ich denn überhaupt fotografieren, und gehe ganz, ganz anders, wie gesagt, an diese Fotografie ran. Und ich glaube, das ist auch irgendwo dieser Reiz, den jetzt immer mehr Leute auch wieder finden. Entweder so, wie du sagst, irgendwann gekauft, lange irgendwo liegen lassen und jetzt habe ich mich daran erinnert und dann kramt man sie aus. Es ist halt wirklich ja echt eine schöne Sache, eine andere Sache, die das Ganze so stimmungsvoll und so besonders macht. Und in der Tat ist es auch so, dass die Preise schon langsam anziehen. Also gerade bei Rollerflexen, gut erhaltene Exemplare werden immer seltener. Generell die gut erhaltenen Exemplare, die sind es ganz einfach, die auch am Markt einen reißenden Absatz finden. Also das heißt eigentlich, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, sich Gebrauchte sogar zu kaufen, und die werden mehr wert. Denke ich auf alle Fälle. Also wenn es die richtige Marke ist, das richtige Kameraprodukt ist, wie gesagt, ja. Ein Rollerflex, da macht man nichts verkehrt. Man macht auch bestimmt bei Hasselblad nichts verkehrt, auch bei einer schönen Leica. Das sind Sachen, kann man schon fast als Wertanlage nehmen, die werden so schnell ihren Wert nicht verlieren. Ja. Und wenn es sein sollte, man hat immer noch ein feinmechanisches Gerät, Made in Germany, sowas gibt es nicht mehr, was schon allein von der Haptik her, wenn man das Gerät in der Hand hat, wenn man es auslöst, wenn man die mechanischen Verschlüsse hört, und die Geräuschkulisse dazu, dieses Klicken und Zischen, das ist natürlich immer wieder eine schöne Sache. Absolut. Ja, nicht nur das, also wie ich die wieder ausgepackt habe im vergangenen Jahr. Ich hatte die in der Tat mehrere Wochen jeden Tag dabei. Und ich war auf mehreren Touren für ein Projekt, Magisches Deutschland heißt es. Und da war ich relativ viel auch letztes Jahr dafür unterwegs, und da hatte ich eine Weile tatsächlich auch die Kamera immer dabei. Ich hatte zwar meine Sonys auch dabei, und dann hatte ich mehrere Tage, da habe ich die Sony zu Hause gelassen und bin nur mit der Rollerflex unterwegs gewesen und habe mir vorgenommen, ich hatte für jeden Tag nur einen Film dabei, 12 Aufnahmen. Und weil du tatsächlich sehr viel langsamer damit fotografierst, also Belichtung messen, Scharfstellen, Bildausschnitt, dann natürlich dieses für uns spiegelverkehrte Sehen, an das man sich erst wieder gewöhnen muss durch diesen in dem Sucher. Und das Witzige war, das passiert mir sonst nie, ich bin in diesen Wochen
jeden Tag, also in Berlin jeden Tag auf diese Kamera angesprochen worden. Okay. Und einmal hat es also sogar einen Fahrradfahrer wirklich, der ist fast vor mir in den Graben gefahren, der hat auf mich geachtet und hat eine Vollbremsung hingelegt und ja, und dann war eine Viertelstunde lang nur Talk über diese Kamera. Also das war für mich ein erstaunliches Erlebnis, wie positiv Menschen tatsächlich dann auf einmal wieder auf diese Augen reagieren, auf diese sonst wenn man mit dem Handy oder mit einer modernen Spiegelreflex oder was auch immer eben fotografiert, fast schon allergisch reagiert. Ja, das ist richtig, ja. Es ist etwas Besonderes. Es ist, ja, man kann es kaum beschreiben. Man muss es irgendwie selber mal in die Hand nehmen, um das zu erfahren. Ja. Absolut, was natürlich auch toll ist, es gibt wieder immer mehr Filme. Also es gab ja eine Weile lang, da waren also Filme fast schon schwer zu bekommen. Es gibt wieder sogar mehr Hersteller und es ist natürlich eine immer noch relativ geringe Auswahl, aber es gibt immer mehr Hersteller, richtig? Ja, das ist richtig. Also das allererste ist, man kriegt nach wie vor noch Filmmaterial, sei es jetzt Farbfilme oder Diafilme, aber auch vor allen Dingen Schwarz-Weiß-Filme, wenn jetzt wieder neu hergestellt, vom Ferranium in Italien, soweit ich das weiß, die haben das Werk wieder aufgebaut, sind in die Filmproduktion gegangen. Also ich denke, von daher hat man nach wie vor noch eine gute Auswahl und könnte man gut vorstellen, dass das auch über viele Jahre so der Fall sein wird und auch so bleibt. Ich habe das eher oder sehe es irgendwie eher so, es wie ein Comeback. Die Schallplatte hat man ja auch lange Zeit für tot erklärt und tot gesprochen und tot gesagt. Inzwischen werden sie wieder gepresst. Plattenspieler gibt es auch wieder welche zu Preisen. Kann man ja sich auch austoben, wie man möchte. Auch Musikkassetten werden wieder produziert. Also alles das, was früher schon mal was wert war und beziehungsweise auch eine gute Qualität war, kommt auch da wieder zurück. Und so sehe ich es auch mit der analogen Fotografie. Ich glaube, da stehen wir jetzt erstmal am Anfang dessen, was die Leute eigentlich dann auch wieder suchen, dieses Entschleunigen, das andere Fotografieren, sich mit Technik, mit Fotografie auseinanderzusetzen. Es geht ja auch noch weiter. Also wenn man heutzutage mal schaut, was ein Beamer leistet und wenn man dann Dia-Projekte mal hernimmt und Dias projiziert, Farbe, Brillanz, Schärfe, das hat einen ungeahnten Charakter und ungeachtete Ausstrahlung eigentlich. Ja, da muss man schon sehr, sehr viel Geld in einen Beamer investieren, dass der die Qualität bringt, die der heimische Bierbeutel, der oftmals ja auch nur irgendwo auf dem Dachboden ist, dann letztendlich ganz einfach so rüberbringt. Mhm. Ja, genau. Ja. Also, das ist, übrigens, wenn man den Begriff Rolleiflex-Geschichte in Google eingibt, kommt man auf dieses PDF von Heidi Foto. Ja. Und da habt ihr tatsächlich mal alles zusammengefasst über die gesamten Modelle und zum Beispiel bei der Rolleiflex, die 3,5er, 2,8er Zubehör, die Seriennummern und so weiter. Also richtig cool. Ich konnte dadurch auch das Baujahr eben meiner wieder nachvollziehen. Und genau, also da ist ganz schön viel Wissen da. Und ja, Schwarz-Weiß sprachen wir und damit will ich zum letzten Bild unseres heutigen Abends eines Zuschauers eben auch kommen. Und Thomas hat uns ein Schwarz-Weiß-Bild zugeschickt. Es ist sicher nicht mit einer Rolleiflex aufgenommen, sonst wäre es quadratisch.
aber es würde fast gut in ein quadratisches Format eigentlich passen. Aber es könnte glatt mit einer Fuji aufgenommen sein, ein typisches Street-Szene, schwarz-weiß, in irgendeiner vielleicht Kleinstadt oder Altstadt, und sie guckt zum Fotografen, interessiert sich für den Fotografen, während er also im Handy. Ich finde es einen sehr, sehr gelungenen Schnappschuss von der Positionierung ja, cooles Bild. Thomas, wie gefällt's dir? Gebe ich dir recht, Christoph, finde ich jetzt auch. Ich finde, da kann man unheimlich viel drin entdecken in diesem Bild. Ja? Also klar, das Blickfang natürlich, das hübsche Mädel, das in die Kamera oder auf den Fotografen blickt, und dann dieser abwesende Herr auf der rechten Seite, aber auch in der Mitte die Gläser, die letztendlich da vom Sonnenlicht anfangen zu leuchten, seitlich die Passanten. Also ich entdecke da ganz, ganz viel Leben in diesem Bild. Tolles Szenebild, tolles Streetbild, Ganze in Schwarz-Weiß. Ich glaube, es wird nicht so gut wirken, wenn es farbig ist. Das ist ja auch mitunter dieser Reiz der Schwarz-Weiß-Fotografie, dass man da sich auf das Motiv und auf die Stimmung konzentriert und von den Farben nicht so abgelenkt wird. Ich finde es klasse, gefällt mir gut. Da vorne rechts ist auch, was ist denn das hier? Ein Schirm oder so, ja. Oder wie auch immer. Ja, ja, es gibt viel zu entdecken in dem Bild auf der einen Seite und auf der anderen Seite, aber auch nicht zu viel. Also man wird nicht wirklich weggelenkt mit dem Auge von diesem Paar, das und dieses Paar erzählt irgendwie auch so eine Geschichte. Und also es ist super eingefangen, und wirklich im richtigen Moment, the decisive moment, wie Cartier-Bresson mal gesagt hat, der entscheidende Moment, wie sie eben aufblickt und er eben runterblickt. Bildkomposition passt. Also, Thomas, perfektes Bild. Weiter so. Unbedingt weiter so machen. Auch Glückwunsch von meiner Seite, finde ich auch sehr gelungen. Wirklich gut gemacht. Ja, damit kommen wir auch so langsam zum Ende des dritten SML-Fototalks. Und bevor ich nochmal dem Thomas ganz herzlichen Dank sage, will ich euch kurz erzählen, auf der Webseite der SML, smlfotoclub.de werdet ihr dann informiert, was die nächsten Fototalks sind. Damit verrate ich, ja, es geht weiter mit den Fototalks. Allerdings nicht nächsten Donnerstag, sondern erst übernächsten Donnerstag. Nächsten Donnerstag macht die SML einen nur für Mitglieder internen, kleines Foto internes Plauderstündchen, und den Fototalk Nummer 4 werden wir dann ich glaube, es ist der 30. oder ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, jedenfalls also dann übernächsten Donnerstag machen. Das wird dann auch der Zeitpunkt mehr oder minder an dem Freitag wohl sein, wo wir erfahren werden, wie es dann überhaupt mit den Veranstaltungen weitergeht. Jedenfalls mit dem SML Fototalk per se geht's weiter. Also Nummer 4 und Nummer 5 sind schon in der Pipeline, nur nicht nächsten Donnerstag. Und Thomas, vielleicht schaffen wir es, dass auch ich meine Technik das nächste Mal besser hinkriege, und vielleicht schaffen wir es sogar mal direkt aus dem schönen Laden heraus live zu streamen. Ja, sehr gerne, Christoph. Ich möchte mich auch nochmal ganz herzlich bedanken für diese Einladung. War ja das erste Mal, dass ich bei sowas teilnehme, hat aber unheimlich viel Spaß gemacht, und natürlich herzlich willkommen, und ich kann es nur zurückgeben, ganz gerne können wir hier mal auch einen Live-Talk bei uns im Laden machen. Bin ich gern dabei, wenn es wieder was Tolles, Neues zu berichten gibt. Toll, dass du sowas überhaupt angestoßen hast, dass du das ins Leben gerufen hast. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und Glück damit. Tut der Fotobranche, der Foto-Community und allen Fotointeressierten echt gut. Abwechslungsreich und informativ.
Toll, danke und weiter so. Dankeschön. Wir wünschen dir auch Glück, Thomas, und wir wünschen euch allen draußen ganz viel Glück. Und wie gesagt, tut uns den Gefallen, geht raus, fotografiert das, was ihr seht, Kleinigkeiten, große Sachen, fotografiert und wie gesagt, schickt wieder für den dann übernächsten Donnerstag, wer will, ein Bild. Ihr wisst jetzt, wie wir hier das besprechen. Und mit wem wir das dann besprechen, das verrate ich noch nicht, wird aber versprochen wieder ein sehr, sehr interessanter Gast sein. Und bis dahin wünsche ich euch allen einen wunderschönen Abend, wo immer ihr seid. Und ja, ich gehe zurück zu meinem Gin Tonic und stoße nochmal mit dem Thomas an. War ein schöner Abend. Herzlichen Dank. Und mir ist auch noch. Schönen Abend. Macht's gut. Danke. Ciao.